Ist das Einhalten des Versprechens verpflichtend? Verpflichtend? Die Mehrheit der Ahlul Ilm, das ist der Madhab, der Hanabila auch, sind der Auffassung, dass das Einhalten von Versprechen Sunna ist. Es ist nicht verpflichtend. Das heißt, wenn du das nicht tust, versündigst du dich nicht. Das ist die Auffassung der Mehrheit der Fuqaha. Unter anderem wegen der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Hadith, der bei Abu Dawud und Tirmidhi überliefert wird, von Zayd ibn Arqam. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إذا وعد الرجل ونوى أن يفي فلم يفي فلا جناح عليه. Wenn der Mensch oder wenn der Mann ein Versprechen gibt und er hat die Absicht gehabt, dieses Versprechen einzuhalten, also anfangs, als er dieses Versprechen gegeben hat, hatte er die Absicht, das wirklich auch zu tun. Er hat es aber dann nicht getan, aus bestimmten Gründen, weil aus irgendeinem Entschuldigungsgrund, beispielsweise er ist der Meinung gewesen, dass es besser ist, das doch nicht zu tun, ja, dass es nachteilig sein könnte, dass es vorteilhafter ist, nicht zu tun. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ, dann lastet auf ihm keine Schuld und keine Sünde. Also das ist die Auffassung der Jumhur. Dennoch ist es das Einhalten der Versprechen natürlich eine Eigenschaft, eine vornehme Eigenschaft. Daher sagten die Araber, einen alten Spruch gibt es bei den Arabern. Die Araber sind bekannt dafür gewesen, dass sie sich, dass das Einhalten der Versprechen bei ihnen eine große Stellung hatte. Auch schon vor dem Islam. Sie sagten, wa'dul hurri deinun. Das Versprechen eines freien Mannes ist eine Schuld. Also es ist wie eine Schuld, die er zu begleichen hat. Die Malikier sagen, dass das Einhalten der Versprechen nur dann verpflichtend ist, wenn das Versprechen mit einer, an eine Ursache geknüpft wird. Beispielsweise, wenn er sagt, wenn du diese Frau heiratest, werde ich den Mahar übernehmen, die Brautgabe für dich. Ich werde es übernehmen. Hier hat er das Versprechen mit einer Ursache verbunden. Sie sagen, hier ist es verbindlich für ihn, sich an das Versprechen zu halten. Bei den Hanafiya ist es ähnlich. Sie sagen, das Versprechen ist nur dann verbindlich, also juristisch gesehen, wenn es bedingt, mit einer Bedingung erwähnt wird. Beispielsweise sagt, wenn du dieses Haus abreißt, werde ich dir mein Haus anbieten. Ja? Das ist eine Bedingung. Hier ist es juristisch gesehen verbindlich, sich an das Versprechen zu halten. Aber was ist denn mit dem Hadith hier? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zählt das als eine Eigenschaft des Nifaq. Wie gehen sie dann mit dem Hadith um, die Mehrheit der Ahlul Ilm? Sie sagen, hier ist gemeint, dass er vorsätzlich, also schon als er verspricht, hatte er schon beabsichtigt, sich nicht an dieses Versprechen zu halten. Ja? Also er hat dich sozusagen belogen, schon von Anfang an.